Hi meine Hübschen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute möchte ich euch gerne meine liebsten Parfums zeigen. Ich fange einfach mal mit meinem liebsten Parfum an. Das ist das hier. Das ist Hypnotic Poison von Dior. Das ist meiner Meinung nach ein richtig schöner herbstlicher oder Winterduft. Er riecht halt eben sehr stark und ist ein sehr auftragender Duft. Ich mag ihn aber super gerne, ist mittlerweile auch schon meine dritte 100 ml Flasche. Ich trage ihn super gerne im Herbst oder im Winter. Und ich finde, dieser Duft ist halt eben so, wenn man ihn trägt und mit diesem Duft den Raum betritt, wirklich jeder schaut einen an. Oder wenn ich halt an einer Frau den Duft rieche, denke ich mir immer, wow. Also das ist wirklich so ein richtig schöner, starker, dominanter Duft, den ich super gerne mag. Den trage ich auch heute wieder. Dann zu meinem nächsten Lieblingsduft, das ist der hier. Das ist von Dior, J'adore. Wie ihr sehen könnt, der ist auch schon fast leer. Den habe ich mir jetzt im April geholt. Und meiner Meinung nach ist das hier ein richtig schöner Frühlings- oder Sommerduft. Der riecht halt eben sehr frisch und sehr leicht. Da muss ich sagen, die Verpackung hat mich auch sehr angesprochen. Und die Werbung dazu finde ich auch sehr schön. Das war so der Grund, warum ich mir diesen Duft überhaupt angeschaut habe. Ja, der hat mich dann super überzeugt und wie ihr sehen könnt, habe ich ihn auch sehr gerne genommen. Im Moment jetzt trage ich ihn nicht mehr, da er wieder von Hypnotic Poison zum Beispiel abgelöst wurde. Der ist halt eben eher sommerlich oder für den Frühling gedacht. Dann hier ein nächstes Favoritenparfum von mir ist das hier. Das ist von Victoria's Secret aus der Pink-Reihe. Und der Duft heißt All My Heart. Ist auch ein wirklich sehr schöner, fruchtiger Duft. Sehr frisch, gefällt mir sehr gut, ist meiner Meinung nach vielleicht auch ein Duft fürs erste Date, weil es halt eben sehr mädchenhaft, sehr süß riecht und trage ich auch sehr gerne. Dann zu dem nächsten Duft, das ist der hier, das ist von Thomas Sabo Charm Rose. Da ist mir aber leider dieses schöne Bändchen, was ihr hier sehen könnt, kaputt gegangen. Ich nehme das mal ab, da könnt ihr sehen, das ist mir leider kaputt gegangen. Aber hier ist die Flasche. Da ist wirklich auch nur noch irgendwie ein Tropfen drinnen. Habe ich halt super gerne genommen. Riecht sehr, sehr schön frisch nach Rose. Ist auch ein sehr eleganter Duft. Und ich finde, das ist der Duft, wenn ihr in den Thomas Sabo Laden reingeht, riecht das Geschäft genau nach diesem Duft. Also ich denke, die versprühen ihn dort auch. Zumindest ist das in Nürnberg im Thomas Sabo Laden so. Und soweit ich weiß, bekommt ihr den Duft auch nur im Thomas Sabo Laden oder eben über Douglas. Und was ich auf jeden Fall noch sagen kann, wartet vielleicht bis Weihnachten, weil da gibt es nochmal so schöne Sets mit einer Kerze oder so dabei. Ich habe den auch letztes Jahr zu Weihnachten bekommen und da war noch eine Thomas Sabo Duftkerze mit dabei und den Duft gibt es eben auch nur in der Größe, also nur 50 ml, den gibt es nicht in kleiner oder größer. Die 50 ml kosten 50 Euro und jetzt zu Weihnachten gibt es halt dann eben noch eine Kerze mit dazu oder eine Bodylotion, was da halt immer dabei ist. Auch halt für 50 Euro. Aber sehr schöner Duft. Könnt auch im Onlineshop bei Douglas mal gucken. Da wird es den, denke ich, auch geben. Da gibt es auch den neuen, der heißt Charm Kiss. Den fand ich jetzt eigentlich auch nicht schlecht, wo ich ihn letztens jetzt gerochen habe, wo ich im Thomas Sabo Shop war. Aber der gefällt mir irgendwie um einiges besser. Ja, dann zu dem nächsten Duft, den ich super gerne mag. Das ist der hier. Das ist Pussy Deluxe. Das ist der erste Duft von Pussy Deluxe, die haben da noch mehrere rausgebracht. Da gibt es dann noch den einen Velvet Kitten, das ist dieser grün-blaue. Und dann gibt es noch einen gelben, ich glaube, der ist irgendwas mit Showtime oder Showgirl, ich weiß nicht genau. Aber das ist mein liebster von denen. Das ist auch der Lieblingsduft von meinem Freund. Den habe ich schon länger, also vor 2,5 Jahren habe ich meinen Freund kennengelernt. Und an dem Tag, wo wir unser erstes Date hatten, habe ich den Duft hier getragen. Und mein Freund liebt dieses Parfum, deswegen habe ich mir das auch schon so oft nachgekauft. Gefällt mir wirklich sehr gut. Die Verpackung ist auch total goldig. Sehr verspielt, vor allem hier mit so einem kleinen Schleifchen noch. Ist echt sehr, sehr süß. Und das Parfum riecht richtig schön fruchtig und frisch. Und ich finde auch ein bisschen irgendwie sexy. Also das ist wirklich ein schöner Duft. Auch fürs erste Date vielleicht gut geeignet. Sehr, sehr schön. Dann zu einem nächsten Duft, den ich sehr gern mag, das ist der hier. Das ist von Donna Karan New York, also von DKNY. Dieser Apfel. Der Duft heißt Be Delicious, das ist jetzt das Grüne. Da
Das ist das ohne Parfum. Und dann gibt es noch ein rosa, das ist ohne Toilette. Also ich habe mir gleich hier das grüne geholt, das ohne Parfum. Das hält ein bisschen besser als das ohne Toilette. War jetzt auch preislich nicht so ein Riesenunterschied. Wie ihr sehen könnt, habe ich auch schon aufgenommen. Gefällt mir sehr, ist super. Riecht halt schön nach Apfel. Ist ein Duft, finde ich, den kann man das ganze Jahr übertragen. Und ist auch so ein Duft für die Schule zum Beispiel, weil es halt eben nicht so übertrieben aufdringlich ist, wie jetzt zum Beispiel Hypnotic Poison. Also das ist halt einfach so ein frischer, schöner Duft, den man wirklich täglich nehmen kann. Dann zu meinem nächsten Parfum. Was ich habe, ist das hier. Das ist von Playboy, das Played Spicy. Das ist auch schon der, wie ihr sehen könnt. Das habe ich für die Schule auch sehr oft genommen, weil es hier eben sehr günstig ist. Und ja, das ist halt so ein Parfum, da muss man nicht lange nachdenken, was soll ich denn heute nehmen. Das passt halt wirklich jeden Tag. Ist auch, der Duft hält zwar jetzt nicht so lange wie zum Beispiel bei Hypnotic Poison, aber so für 10 Euro oder was das kostet, das ist eigentlich echt ganz gut. Hat mir auch super gefallen, der Duft, da gab es noch Play Sexy zum Beispiel. Aber den fand ich irgendwie am besten. Da gibt es ja auch einen neuen, Play It Rock heißt der, glaube ich. Den finde ich auch nicht schlecht, den werde ich mir vielleicht auch nochmal zulegen. Aber der hier war wirklich nicht schlecht. Dann ein absoluter Lieblingsduft von mir im Sommer ist der hier. Das ist von Escada Ocean Lounge. Also jedes Mal, wenn ich den rieche, muss ich echt an Urlaub denken. Den habe ich auch im Urlaub super gerne getragen. Und so allgemein, also irgendwie, wenn ich ihn rieche, dann muss ich immer an Sommer denken, an Sonne, Strand, Meer. Also ich finde den echt sehr, sehr schön. Das ist so ein richtig, ja, frischer Duft, sehr, sehr süß und sommerlich. Ist auch super weiblich, also gefällt mir sehr gut. Wirklich sehr, sehr schön. Auch eine schöne Verpackung. So, dann zu dem nächsten Duft. Das ist der hier. Der ist von Roberto Calessi. Der heißt Blue Marine, das ist so ein Unisex-Duft, den habe ich vom Bruder von meinem Freund geschenkt bekommen. Mein Freund hat den auch schon ein paar Mal genommen, das ist so ein bisschen so ein stärkerer Duft, ein bisschen herber. Aber ich finde, man kann den so eigentlich auch wirklich zu jeder Jahreszeit tragen, aber der Duft erinnert mich halt eben sehr ans Meer. Auch an den Strand ein bisschen so, das heißt ja auch Blue Marine, also ist eigentlich auch kein schlechter Duft, hat auch eine interessante Verpackung. Ja, habe ich auch ein paar Mal schon getragen. Dann zu einem nächsten Duft von mir. Das war dann auch schon der letzte. Das ist der hier. Der heißt Shaki. Den habe ich vor 2-3 Jahren von meiner Tante mal zu Weihnachten bekommen in so einem Set. Da war auch noch ein Duschbad mit bei. Das habe ich aber schon längst leer. Den Duft finde ich eigentlich auch ganz gut. Ist ein sehr herbstlicher und winterlicher Duft meiner Meinung nach. Deswegen habe ich ihn jetzt auch bis jetzt dieses Jahr noch gar nicht getragen. Der ist auch ein bisschen in Vergessenheit geraten, muss ich ehrlich zugeben. Deswegen ist er auch noch so voll, weil ich halt eben immer irgendwas nachgekauft habe. Aber ich denke, dieses Jahr werde ich ihn wieder öfters benutzen. Riecht nämlich auch wirklich sehr gut. So, jetzt konntet ihr mal sehen, was ich so für Parfums mag und gerne benutze. Falls ihr Fragen zu irgendwelchen Düften habt, dann könnt ihr mir sie gerne bei den Kommentaren stellen. Also es freut mich, wenn euch meine Videos gefallen und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Also bis dann, meine Lieben. Tschüss.